Herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal mit Bausimulator in der USA Map mit diesem verschlafenen Nest. An einem sommerlichen Morgen erwachst du in einer kleinen Heimatsiedlung. In der Ferne blitzen die Dächer einer überhitzten Metropole im Licht der Sonne. Voller Tatendrang, egal, lassen wir das. Ihr habt es ja sicherlich gelesen. Willkommen in der Eröffnungskampagne. Hier werden dir verschiedene Fahrzeugtypen, Spielfunktionen und grundlegende Spielabläufe erklärt. Außerdem beinhaltet es Tutorial den Prolog zur Geschichte des Hauptspiels. Über das Jobmenü kannst du die Eröffnungskampagne jederzeit überspringen, wenn du mit dem Bausimulator schon dich gut auskennst. In meinem Fall habe ich jetzt hier noch keinen Bausimulator gespielt. 2012 war meine Demo-Version, aber das kann man hier nicht mit der Konsole vergleichen. Denn ich spiele aktuell dieses Game auf der Konsole. Ja, hier werde ich jetzt hierhin geleitet in dem Planungsmaterial und Ort, wo wir hier sehen können, was wir hier erleben. Ich habe noch einen anderen Spielstand mit der Deutschland-Map gemacht. Da wurde ich gleich in eine komplett andere Story reingeschmissen. Wenn ihr dazu mehr wisst, lasst das mich gerne mal wissen. Hier müssen wir jetzt erstmal eine Besprechung machen. Und ja, das ist ein Tutorial, wie man hier sehen kann. Können wir uns erstmal hier grob angucken. Warum muss das ausgerechnet an den Kreisel stattfinden? Jeder weiß, welches Spiel an einem Kreisel, ein bekanntes Spiel, zu PlayStation 2 Zeiten hier gespielt hat. Gerne mal in die Kommentare. Also jetzt nicht auf dem Dings, aber in diesem Bereich hier. So, sprich mit Hope. Dann flitzen wir mal dahin. Oh, da steht ein LKW. Was hast du uns erzählen, Bauarbeiter? Ah, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Deine tatkräftige Unterstützung ist hier sehr willkommen. Alleine komme ich kaum mit den Aufgaben hinterher. Weißt du, viele Menschen in der Gegend sind gefrustet und überlegen wegzuziehen. Wenn es so weitergeht, dann droht dieser Ort zu einer Geisterstadt zu werden. Zu allem Überfluss wurde heute Morgen auch noch die Wasserversorgung unterbrochen. Es scheint einen Riss in der Pipeline zu geben. Wenn du also dabei helfen willst, den Ortsansässigen hier eine zweite Chance zu geben, dann lass uns als erstes mal die Wasserversorgung wiederherstellen. Steig in die Zugmaschine und fahre zum örtlichen Baustoffhandel. Dort liegt bereits ein neues Verbindungsrohr zum Abtransport bereit. Folge einfach der Navigation, um dorthin zu kommen. Wir treffen uns an der Pipeline. Alles klar, dann treffen wir uns mal an der Pipeline. Also der Spielanfang ist schon mal ein anderer wie der in der Deutschland-Map. Wenn ich die auch mal hier zeigen soll, gerne mal in die Kommentare. Wir haben hier unter anderem aber auch, wie ihr sehen könnt, verschiedene Fragezeichen hier auf der Map. Die müssen wir uns nach und nach freispielen. Hier ist auch ein Haus abgebildet, sage ich jetzt mal so. Da werden wir uns dann auch mal befassen damit, was das ist. Hier ist Bauhof. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal frei. Fortschritt entdeckt. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich anders ist. Wir können ja auch irgendwie den Helm absetzen. Bauernhof. Der Bauhof vereint auf einem großen Gelände einen Werkstoffhof, einen Schrottplatz und eine Metallwerkstatt. Innerhalb des Auftrages kann es vorkommen, dass du Materialien... Oh, ich muss gleich niesen. Hier abholen sollst. Achte auf geeignete Baumaschinen zum Verladen. Okay. Gucken wir mal weiter hier, was wir hier noch haben. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal frei. Wir joggen erstmal hier kurz ein bisschen rum, bevor wir die Aufgabe machen mit der Pipeline. Und ja, also die Stadt, muss ich sagen, ist schon mal komplett schön gemacht. Also nach meinen Empfinden. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich will nur nicht hoffen, dass wir hier, wie in einem anderen Spielstand, Abstürze haben. Das wäre nämlich nicht so toll. Denn da bin ich nämlich etwas gefrustet davon. Oh! 53 Cent der Super und Diesel 52 Cent.
Hilfe! Das Super Plus 53. Jo, das sind ja Preise, oder? Da schlackern sich ja die Ohren. Jo, da wird schon aber nur an der Zapfsäule stehen. Alle Witze, Herr Kapitän. Das ist die Tankstelle Rax. Juri, geh mal zur Tankstelle Rex, Junge. Mach mal Kanister voll. Junge. Können hier auch über... Hier ist die Zugmaschine, da könnten wir uns auch hin teleportieren, nenne ich es jetzt mal so. Das sind wir auch schon. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Mit Verwendern zu fahren und zu steuern, okay. Wir haben hier, glaube ich, ach ja, hier, genau, Kamera. Ich möchte mir gerne mal das Fahrzeug von innen angucken. Okay. Haben sie sich ja Mühe gegeben. Schade, dass die Spiegel nicht funktionieren. Aber das kann man hier, glaube ich, nicht einstellen auf der PS4. Aber dafür geht der Taro. Schießt ganz schön los, das Ding. Haben wir einen Blinker? Ne, haben wir nicht. Also zumindest haben wir noch nicht eingestellt. Das müssen wir dann mal irgendwie ändern. Mich würde es auch gerne interessieren, sowas mal mit Lenkrad zu zocken. Da können wir nämlich viel mehr einstellen und machen irgendwie. Aber das sehen wir dann, wie das interessenhalber hier so ist. Was haben wir hier? Können wir gleich hier mitnehmen. Fortschritt, Fahrzeughandel entdeckt. Okay. Perfekt. Fahren wir gleich mal hier wie im Friseur. Damit wir auch gleich wissen, wer hier am Start ist. Außen, bitte. Ich will ja ein bisschen was von Natur sehen. Interessant ist, dass da auch wirklich Rauch aus dem Ding rauskommt. Entschuldigung. So, Stoppschild muss man natürlich auch stoppen, ne? Müssen wir ja natürlich auch mal hier. Ich soll was sagen. So. Rotz mal gleich mal da drauf. Ah, hier steht schon was. Bereit. Fahre rückwärts dicht an die Markierungsauflieger heran und drücke dann zum Ankoppeln. Dann wollen wir das mal machen. Ankoppeln. So, jetzt haben wir dieses ganze Gespann hier angekoppelt. Was haben wir jetzt? Was macht denn der da jetzt? Paar schöne Filialeinfamilienhäuser sind hier. Zugmaschine und Sattelauflieger. Zugmaschinen eignen sich zur Kombination mit Sattelaufliegern für den unterschiedlichen Transportvorhaben. Je nach dem, was du liefern musst, ist ein bestimmter Sattelauflieger ausgewählt. Du musst also überlegen, ob du einen Materialauflieger, einen Schüttgutauflieger oder einen Fahrzeugauflieger für den Transport benötigst. Modiauflieger können sowohl als auch Material auf der Ladefläche befördern. Okay, da bekommen wir das also angezeigt. Das ist zum Beispiel ein Sattelauflieger, ankoppeln, Fahrzeugauflieger. Fahrzeugauflieger hat eine Rampe, über die das Kontextmenü abgesenkt werden kann. Parke eine Maschine auf der Ladefläche, öffne das Kontextmenü erneut und wähle OK. Transport bei Maschinen. Maschinen, die sich beim Tank- und Reparaturvorgang auf einen Fahrzeugauflieger befinden, werden automatisch mit aufgetankt, beispielsweise repariert. Starte wie gewohnt den Tank- und Reparaturvorgang okay, an der Zapfsäule. Die Kosten einer transportierten Baumaschine werden mit abgezogen. Sattelauflieger müssen nicht getankt oder repariert werden. Na, ist ja logisch, wir haben ja keinen Tank. Na, das sollte eigentlich jedem klar sein. Materialauflieger eignen sich hervorragend zum Transportieren. Na, ist ja logisch. Wir haben auch hier dann ähnliche Pritschenwagen mit einem Kran verfügen. Wie man das hier annehmen kann, des Bildes. Und hier, Hammergeil nennt sich der Shop, auch gut. In Position bringen. Halte dein Fahrzeug neben der Last und okay. Ausleger und Kontextmenü. Also die Steuerung, sage ich jetzt schon, ist wahrscheinlich sehr gewöhnungsbedürftig hier. Okay, gut, dann haben wir das ja schon mal. Dann geben wir mal Gas. Und eiern mal schnell da zu dem Dings. Pipeline Nordaussicht beendet. Hinweis, okay. Hoppala. Hier ist wieder so ein Drehpunkt. Sehr schön. Da sind wir ja auch schon glatt da. Müssen wir das Ding mal hier parken. Aber interessant, dass sie so schon anfängt hier. Muss ich echt sagen. Ist echt interessant. So, da sind wir schon mal am Abladeort hier. Da ist das kaputte Rohr. Ah, die Pipeline. Ah, ein riesengroßer Kran. Ein Liebherr-Kran auch noch. Ein richtiger Schwerlastkran. Oder was sagt ihr dazu? So, dann
rennen wir mal in den Kran. Steigen ein. Mobilkran. Mobilkrane werden auf Baustellen oder unterwegs eingesetzt, um schwere Lasten und Position zu haben. Zusätzlich zu ihrer beeindruckenden maximalen Arbeitshöhe zeichnet sich ein Mobilkran vor allem durch die Flexibilität im Einsatzort aus. Mobilkran kann vorübergehend von Kranplätzen überall dort aufgestellt werden, wo er benötigt wird. Okay. So, wir müssen jetzt erstmal hier auf Fahrzeugmodus wechseln gehen. Dann fährt er hier die Dinger aus, wie man hier erkennen kann. Stellt sich hier in Position und jetzt könnten wir theoretischerweise den Arm hier hoch machen. Fahren wir erstmal hoch das Ding ordentlich. Könnten auch jetzt übers Dingsmenü uns die Steuerung erklären lassen. Fahren wir erstmal richtig aus das Ding hier. Die Steuerung könnte man aber, glaube ich, dann noch ändern hier im Menü. Weil ich muss jetzt das Steuerkreuz nach unten machen. Kann man auch in Ansicht nehmen. Ey, cool, ja. Kann man sogar auch machen. Guck, so sieht das Ganze dann aus. Die ganze Innenansicht davon. Auch sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ich probiere es mal in der Innenansicht. Irgendwas mache ich jetzt hier verkehrt. Jawohl. So sieht auf jeden Fall schon mal die Map aus. Kann man auch gleich mal gucken hier. Das würde mich nämlich auch mal ganz gerne interessieren. Scheint eine ziemlich große Karte zu sein. Oder, nee, eine recht kleine Karte, muss man sagen. Das ist eine recht kleine Karte. Dafür, dass es quasi ein Stadtgebiet ist. Okay. Gehen wir da mal in die Außenansicht. Weil ich sehe nämlich jetzt hier nicht... Oh. Zu weit gegangen, was ich mal meine. So, gucken wir das mal an, machen das mal hier hoch. Langsam mal rüber hier den Kram. Oh, es schwingt ganz schön. Okay. Jetzt ist es mal höher hier. So. Also das Rohr hat ganz schöne Schwingungen, du. Du Bauarbeiter, coole Wort. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Rohr schon wieder defekt ist. Der Baumeister hat ein falsches Rohr geliefert. Jetzt müssen wir leider noch einmal hineinschwingen hier den Kram. Also wir müssen erstmal das alte Rohr abnehmen, ne? Erstmal damit. Ach geil. Okay. Na, müssen wir das wieder rüberschwenken hier, würde ich sagen. Die Steuerung. Muss ich mal ganz kurz hier in die Einstellungen gehen.
Hier kann man das nämlich umändern in verschiedenen Dings. Und hier sieht man auch nochmal das ganze Schnellmenü. Das erstmal so machen. Aha. Schon besser. Erstmal das Rohr kurz erstmal hier drauflegen. Dass wir das kaputte Rohr rausholen können. Sonst wird es ja nicht, ne? Schmeißen wir das denn jetzt hin hier? Schmeißen wir hier auf den Anhänger drauf, würde ich sagen. Das könnte man dann zum Schrott bringen oder so. Gullewort, Gullewort, Gullewort! Machen wir nicht so schnell, Juri! Drehen wir das nochmal hier ein Stück. Da drauf, jetzt können wir das neue Rohr nehmen. Schwingt ganz schön das Ding hier. Nehmen wir das neue Rohr, hoch mit dem Mist hier. Oh, und da klatschen wir mal die Mist hinein. Gullewort, Junge. Runter, 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 los. Zack, fertig. Sehr gut. Bis der Natur. Ich steige jetzt wieder in die Zugmaschine und bringe das Rohr zum Schrottplatz. Okay. Lass mal den Kran einfach mal so stehen hier. Dann haben wir doch fachmännisch gemacht, würde ich sagen. Das war eine Sache von Sekunden hier, mein lieber Mann. Die Sache von Sekunden hier. Rein in den Ofen. Spiel speichert immer noch mal zwischendurch mal, das ist auch immer sehr gut, falls wir doch mal irgendwelche Probleme haben sollten. Gut. Fahren wir mal jetzt hier lang, ne? Ja. Ist auch der erste Auftrag schon fast erledigt hier. Gefällt mir. Bringen wir das mal schnell zum Schrottplatz. Oh, oh, etwas schnell. Ach, das muss die Baumaschine, der LKW aushalten. Ich habe einen rasanten Fahrstil. Ich habe Zeitdruck. Das Essen wartet daheim. Keine Zeit hier, mit ihm nicht rumzudrödeln. Hat mir hier eigentlich auch geblitzt? Ich weiß es nicht. Ah, das war doch gleich da. Perfekt. Vollbremsung funktioniert auch. Perfekt. Speichert. Wunderbar, wunderbar. Sprich mit Hope. So, Chef, wir haben uns denn angestellt, hä? Haben wir das Rohr ordentlich gerohrt oder was? Oder wie sieht's aus? Erzähl mal was hier, hä? Komm, hau mal raus jetzt hier. Ich bin erleichtert. Durch dein zügiges Handeln und das Ersetzen des defekten Stücks konnten wir die Wasserversorgung erfolgreich wiederherstellen. Gut gemacht. Wo wir gerade hier fertig sind, könntest du mir vielleicht noch bei einer weiteren Sache helfen? Der alte Joe betreibt ein wirklich mies laufendes Motel am Ortseingang und ich habe ihm schon vor einiger Zeit versprochen, ein paar Renovierungsarbeiten bei ihm durchzuführen. Sei so gut und fahre mit dem Pritschenwagen rüber zum Motel. Ich komme gleich nach und erkläre dir, was zu tun ist. Das würde ich aber sagen. Machen wir in der nächsten Folge. Also ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und für eure Aufmerksamkeit. Huch, jetzt ist auf einmal verschwunden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge noch mit dabei seid. Bei Bausimulator hier. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Huch, wo ist denn jetzt mein LKW hin? LKW ist fort.
Naja. Also, bis zur nächsten Folge, würde ich meinen. Es speichert jetzt hier noch. Speicher, 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 Speicher. Braucht aber ganz schön lange zum Speichern, du. Speichert noch einmal, oder was? Das sind ja Sachen hier echt. Ja. Gut, dann bis zur nächsten Folge und danke fürs Einschalten.